Hallo und herzlich willkommen im Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof. Ich bin Peter Tolle. Ich bin Ronja Jung. Und wir wollen euch heute zeigen, wie man sich am besten gegen Angriffe wehren kann, mit denen man nicht rechnet, oder festhalten oder würgen oder bedrängen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Na, siehst du, kommst du mit? Nein, stopp! Aua! Und jetzt noch einmal ganz langsam mit Erklärung nebenher, was ist gerade eigentlich passiert. Also, es kommt jemand und greift mir an den Arm und ich will das ganz offensichtlich nicht, ich fühle mich bedrängt. Dann werde ich laut, sage ganz klar Nein und sage Stopp und ich schreie diese Person an. Das hat zum einen den Effekt, dass umrum gehende, stehende Leute merken, okay, ich will das nicht, ich bin in einer Situation, dass ich das, ne, das ist mir unwohl, ich fühle mich hier bedrängt. Und zum anderen ist es auch ein Schockeffekt für den Angreifer. Der rechnet erstmal nicht mit dieser Gegenwehr. Das gleiche ist der Fußtritt, also ich habe gerade schon geschrien, wir bilden das mal nach. Stopp! Nein! Ich will komm das mit, nicht! Komm mit, Mensch! So. Stell dich nicht so an! Was willst du eigentlich? Genau. Und dann kommt der Tritt. Der Tritt ist auch noch ein Puls hier unten, den setze ich zeitgleich mit dem Ziehen. Immer da, ja, wo die Hand am schwächsten ist, also da, wo sich die Finger treffen. Rausziehen. Zeitgleich. Also ich schreie, ich setze mich verbal zur Wehr, ich sage ganz klar laut Nein, das will ich nicht. Dann kommt der Impuls und dann ziehe ich. Und ich bin in dem Moment völlig überrascht, aufgrund der Gegenwehr, mit der ich nicht gerechnet habe. Und das bringt die paar Sekunden Zeit, um schnell aus der Situation rauszukommen. Niemand muss ein Held sein, man will einfach nur heile rauskommen aus der Situation. Dann hat es funktioniert. Genau. Na, was machst du hier so? Mensch. Ich warte. Ja, nein, stopp! Stopp! Es reicht! Wieso? Ich will das nicht! Nein! Wieso? Warum denn nicht, Mensch? Wir hatten jetzt gerade eine zweite Situation, in der es ganz klar zu einer Grenzüberschreitung kam, als ich nebenan auf der Bank gewartet habe und mir die Person zu nahe gekommen ist. Und da hatten wir wieder dieses Laut, ganz verbal sagen, nein, stopp, halt, ich will das nicht. Also zum einen, um wieder die Umstehenden mit einzubeziehen, aber auch um der Person klarzumachen, ich will das nicht. In der Hoffnung auch, sie vielleicht zu schockieren oder dass sich diese Person ja sehr unwohl fühlt, indem das Publikum drumherum aufmerksam gemacht wurde. Danach habe ich mich auch probiert, körperlich zu distanzieren, halt aus der Situation auch rauszugehen. Als das nicht möglich war, bin ich auch wieder selbst ja, tätig geworden. Hab in dem Moment, ja, in dem Rollenspiel habe ich Peter weggeschubst und bin dann aus der Situation geflüchtet. Bin raus, genau. Gut, ich kann dazu noch ergänzen. Ich war ja wieder völlig von mir überzeugt. Ich komme an und da sitzt ein nettes Mädel, da kann ich mich immer ankuscheln. Und war dann völlig perplex, dass sie einfach nicht so reagiert hat, wie ich das vielleicht denn in so einer Situation, wenn das jemand wirklich machen will, verhalten hat. Und es war ein deutliches Zeichen von ihr, mich auch wegzuschubsen, aufzuspringen und wegzugehen. Und in der Situation werden die meisten Leute einfach gar nicht reagieren und sitzen bleiben. Ja, hallo, wer war mal hier denn, Schöne? Stopp, hör auf! Das reicht! Mensch! Olle Zicke! Wir erklären die Situation jetzt noch einmal ganz langsam, damit auch jeder versteht, was da passiert ist, wie ich gehandelt habe und warum ich so gehandelt habe. Also, ich erwarte nichts Böses, genau. Dann kommt ein Angreifer und nimmt mich in den Schwitzkasten. Das allererste, was ich probiere, ist, das nicht zuzulassen. Also klar, es ist auch ein Reflex, aber man probiert, diesen Griff direkt zu lösen, ehe er sich richtig festgeankert hat. Heißt, die eine Hand geht auf jeden Fall zu dieser Hand. Das nächste, was ich mache, ist auf den Fuß treten, zack, mache ich jetzt nicht doll, um Peter nicht zu verletzen. Aber genau, wieder der Schockeffekt. Es ist ein Schmerz, ein Impuls von unten für den Angreifer. Der, genau, fliegt so ein bisschen aus der Bahn und ist abgelenkt. Dann kommt als nächstes mein Ellenbogen. Auf der Hand, auf der Seite, die zum Angreifer gerichtet ist. In die Magenkuhle, in den Intimbereich, was auch immer man da erreicht. Hauptsache, es hat wirklich viel Wumms. Weil dann kommt es auch zur Krümmung, so. Und ich habe hier
der Arm, der sich löst und kann dem Ganzen entweichen. Was ich gerade vergessen habe, ist wieder, wenn möglich, so laut wie möglich auf sich aufmerksam machen. Irgendwas schreien, Hilfe, Stopp, ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Irgendwas, was ja dem Angreifer und allen um dich herum symbolisiert, du willst das nicht. Du möchtest aus dieser Situation so schnell wie möglich entkommen. Ja, was für mich jetzt auch wieder überraschend war und womit ein Angreifer wahrscheinlich nicht rechnen wird, dass das relativ problemlos geht, sich aus dieser Situation zu befreien. Zumal ich ja als Angreifer gehört habe, auch ein Arm reicht aus und ich nicht den zweiten Arm dazugenommen habe, sondern mit völliger Selbstüberschätzung dann die Situation sich aufgelöst hat. Vielleicht fragt ihr euch, weshalb wir diese Videoreihe aufgenommen haben und wie es dazu kam, dass Peter und ich diese Rollenspiele für euch vorgezeigt haben und die Möglichkeit, aus diesen Angriffen zu entkommen. Das ist so entstanden, dass wir gerne zum Thema Selbstverteidigung ein paar Videos machen wollten und ich viele Jahre Kampfsport gemacht habe und da die ein oder andere Technik gelernt habe. Selbstverständlich ist das schon ein wenig her und ich hoffe, dass all diese Techniken auch einwandfrei anzuwenden sind. So habe ich sie jedenfalls noch in Erinnerung gehabt und es war jetzt ja auch in diesem Vorspiel sehr effektiv. Ja, ich kann dazu noch ergänzen, dass auch unser gemeinsames Anliegen ist, dass man sich auch einfach angstfrei, ohne Furcht in der Öffentlichkeit bewegen kann und mit dem Wissen, dass man auch aus solchen Situationen herauskommen kann, einfach selbstsicherer auftreten kann. Und das wäre der Wunsch, dass wir einfach gemeinsam, Männer und Frauen, uns angstfrei bewegen können.